Der Bächli Swiss Climbing Cup aus Grindelwald wird präsentiert von Bächli Bergsport und Adidas sowie Grindelwald Tourismus. Grindelwald, Mekka des Alpinismus und Heimat der Eiger Nordwand. 1650 Meter Fels, Eis und Schnee bis zum Gipfel auf knapp 4000 Metern. Um kurze Routen in Holz und Kunststoff geht es am European Youth Climbing Cup in der Disziplin Bouldering. Zu Europas Besten gehören Amanda Rohner und Franz Krakenberger. Beide sind auf das Liedklettern spezialisiert, also auf die längeren Routen mit Seilsicherung. An diesem Wochenende wollen sie herausfinden, wo sie im Bouldern stehen, dem ungesicherten Klettern in Absprunghöhe. Amanda Rohner hat in den letzten Monaten mehr auf die Matura-Prüfungen gelernt als trainiert. Dass sie eine erstklassige Kletterin ist, zeigt sie dennoch. Ich bin froh, dass ich die Nerven noch hatte für den einen Boulder, den ich im letzten Versuch noch mal probieren. Das ist sicher auch meine Stärke, dass ich genug Nerven habe. Ich denke, von Fitness her bin ich im Moment sicher nicht in Topform. Und darum ist es umso cooler, dass du dann halt manchmal auch noch mit dem Kopf viel rausholen kannst. Weil sich auch die Konkurrenz schwer tut, reichen Amanda Rohner zwei Tops zum fünften Platz und zur Finalqualifikation. Während Amanda Rohner bereits den Sommerabend im Berner Oberland genießt, fängt für Franz Krakenberger der Wettkampf erst an. Zu Beginn der Qualifikation lässt er sich Zeit. Doch wenn er einen Block in Angriff nimmt, dann mit voller Kraft und manchmal mit zu wenig Geduld. Ich habe alle Boulders viel zu fest angerannt, habe mir zu wenig Zeit gelassen. Und das hat mich dann gebrochen. Ja, und ich habe gedacht, das reicht nicht, oder? Gegen Ende der Qualifikation dreht Franz Krakenberger auf. Als Fünfter qualifiziert er sich für das Finale der besten sechs. Für eine kleine Überraschung sorgt der Schweizer Kevin Heiniger. Er klettert auf den zweiten Zwischenrang. Eine der besten Schweizer Kletterinnen ist seit diesem Jahr nicht mehr Juniorin, Petra Klingler. Heute versucht sie sich in einer neuen Rolle, als Speakerin. Ja, Speaker ist schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen, weil es geht extrem schnell. Will man etwas sagen, muss man zuerst mal schauen, wer überhaupt am Klettern ist, weil die Namen weiss man auch nicht auswendig. Und kaum ist man parat, eigentlich ist die Situation eigentlich schon vorbei. Finaltag. Amanda Rohner kann sich nicht mehr steigern. Sie schafft keinen der drei Finalblöcke. Zweimal erreicht sie immerhin den Zonengriff, der ebenfalls Punkte ergibt und wird Fünfte. Der letzte war ein Sprung und Sprung mache ich eigentlich recht gerne, aber den habe ich so viel Versuche gebraucht, das wäre auch nicht okay. Aber ja, ich glaube, ich muss jetzt mal zufrieden sein, weil ich bin nur zufrieden, dass das Finale gelangt hat. Und da ist eh immer cool, die Atmosphäre da, egal was denn rauskommt. Dass die Blöcke zu schaffen wären, zeigt die Siegerin Fanny Gibert aus Frankreich. Zwei der drei Boulders löst sie im ersten Versuch. Besser und vor allem ruhiger will Franz Krakenberger im Finale klettern. Block 1 misslingt ihm jedoch komplett. An Block 2 begeht er einen verhängnisvollen Fehler. Weil er die obligatorische Startposition nicht einnimmt, muss er sich zwei Fehlversuche notieren lassen. An Block 3 endlich ein Erfolgserlebnis. Die zwei Fehlversuche an Block 2 kosten Franz schließlich einen Platz auf dem Podest.
Ja, jetzt geht es langsam wieder, aber ich reg mich halt schon ziemlich auf, weil ich bei langem nicht, bei weitem nicht das kann zeigen kann, was ich eigentlich wollte. Ich habe mich ein bisschen unter meinem Wert geschlagen. Ebenfalls ein Top schafft Kevin Heiniger. Allerdings mit 3 Versuchen weniger als Franz Krakenberger, was ihm den 2. Platz einbringt. Schon gestern nach der Qualifikation bin ich eigentlich sehr überrascht, dass ich auf dem 3. Platz gelegen bin. Und heute habe ich eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet. Ich bin sehr locker ans Zeug hergegangen. Und ja, bin positiv überrascht, dass es so gut rausgekommen ist. Auch Kevin Heiniger ist Lead-Spezialist. Noch bis nächstes Wochenende konzentriert er sich aufs Blockklettern. Nein, also jetzt noch nächstes Wochenende die Schweizer Meisterschaft würde ich sicher noch fokussieren im Bouldern, aber dann eigentlich nachher würde ich mich wieder auf das Lead konzentrieren. Eine Klasse für sich ist der Slowene Domen Skofic, der als einziger Block 1 schafft. Mit einer lockeren Demonstration beendet er den European Youth Climbing Cup. Eine Woche später am gleichen Ort. Heute greift die Schweizer Elite nach den Meisterschaftsmedaillen. Kevin Heiniger gehört nach seinem Coup am Jugend-Europacup zum erweiterten Favoritenkreis. Auch wenn er das selber nicht so sieht. Die Konkurrenz ist ganz anders. Jetzt nicht nur mehr die 2 Jahrgänge. Jetzt ist eigentlich Elite. Also alle starken Athleten sind natürlich auch hier. Trotz starker Konkurrenz qualifiziert sich Kevin Heiniger als 3. sicher für das Finale. Petra Klinglers Ausgangslage ist eine andere. Ja, also die Titelverteidigung ist schon das Ziel halt von heute. Die Schweizer Meisterschaft zu gewinnen, Gold, schon immer ein Traum halt gewesen. Wird immer so bleiben. Man will zeigen, was man kann. Sie kann es, trotz Matura-Prüfungen und Trainingsrückstand. Petra Klingler liegt nach dem Halbfinale auf dem 2. Platz. Draußen scheint die Sonne. Drinnen warten die Athletinnen und Athleten, bis sie an der Reihe sind. Kevin Heiniger startet schlecht und geht ohne Punkte an den 2. Boulder. Zwar findet er die Lösung, schafft es aber nicht bis zum Top. Beim 2. Boulder-Problem, dort hätte ich mir noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Dort bin ich eigentlich nahe dran. Und dort denke ich, hätte es gehen können. Und dann wäre ich auf dem 3. Platz gewesen. Kevin Heiniger beendet die Schweizer Meisterschaft auf dem 5. Platz. Geradezu magistral klettert Kevin Hemund. Als einziger knackt er Block 1, 2, 3. Als Halbfinalvierter startet er immer vor den weiteren Favoriten. Ein psychologischer Vorteil für den 28-jährigen Boulder-Spezialisten. Ich habe das Gefühl, ja, ich kann vorlegen, die anderen müssen nachziehen. Es ist eigentlich nicht an mir, oder? Und das ist eine super Ausgangslage, wenn du so starten kannst. Der Titelverteidiger Remo Sommer hat im Finale einen schlechten Lauf. Wenigstens schafft er als einziger Block 4. Der neue Schweizer Meister aber heißt Kevin Hemund. Im Finale der Frauen duellieren sich Petra Klingler und Rebecca Stotz. Die Halbfinal-Zweite Petra Klingler liegt jeweils mit Top im ersten Versuch vor. Die Halbfinalsiegerin Rebecca Stotz muss nachziehen. Die Titelverteidigerin klettert wie in Trance. Ja, es ist natürlich extrem so ein Rauschgefühl, wenn man einfach hinkommt. Und
man kommt einfach gerade rauf. Also es ist extrem, man kommt zuerst gar nicht ganz nah. Aber da ein paar vor mir eigentlich den Boulder immer haben können, habe ich gewusst, eigentlich kann ich das. Ich bin auch damit angegangen, mit der Einstellung, den mache ich jetzt einfach. So auch an Block 3. Die Halbfinalsiegerin Rebecca Stotz hat ebenfalls im ersten Versuch die Hand am Top und rutscht ab. Vier Boulders, viermal Top im ersten Versuch. Besser geht's nicht, trotz Trainingsrückstand. Im ersten Moment natürlich extrem erleichtert, so der ganze Druck, der weggeht. Und ja, ich freue mich auch mega. Dieses Jahr hätte ich es noch weniger erwartet als letztes Jahr. Letztes Jahr schon so ein bisschen ich meine Bedenken gehabt, aber dieses Jahr noch mehr und es hat gleich noch mal geklappt, auch wenn es knapp war. Aber es beruhigt einen schon. Ruhig ist es auch im Boulderraum in Grindelwald geworden. Petra Klingler macht sich auf den Heimweg. Ihren zweiten Schweizer Meistertitel im Bouldern in der Tasche. Der Bächli Swiss Climbing Cup aus Grindelwald wird präsentiert von Bächli Bergsport und Adidas sowie Grindelwald Tourismus.